Heute war ich, wie man so schön sagt, schlecht drauf am Morgen. Wieder empört über die Enteignung authentischen Seins durch diesen tumpen Traumschlaf des Vergessens. Wobei andererseits ein schlafloser Traum oder ein traumloser Schlaf das Erholsamste ist, was der Körper benötigt für seine Reorganisation. Aber wie ich war empört darüber, dass man bereits im Hienieden in der meisten Zeit enteignet wird. Seine Authentizität, bevor man dann endgültig enteignet wird, seines Körpers und seines Seins zugleich.